Ja, ein Thema, mit dem man sich immer wieder beschäftigen muss, derzeit aktuell verstärkt, ist die Frage der Auswirkungen der Finanz- und Eurokrise auf die betriebliche Altersversorgung. Und ich glaube, das hat einige ganz wichtige und gravierende Auswirkungen für den Arbeitgeber. Und vielleicht einmal, um den Grundtenor der betrieblichen Altersversorgung überhaupt zu verstehen, das Grundfundament, habe ich Ihnen hier mal den § 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz, Better AVG als arbeitsrechtliches Schutzgesetz, als die wichtigste Gesetzesgrundlage, die wir in der betrieblichen Altersversorgung haben, aufgezeichnet. Da steht einfach drin, der Arbeitgeber steht für die Erfüllung der von ihm zugesagten Leistungen. Und zwar egal welcher Durchführungsweg, immer macht der Arbeitgeber die Zusagen, immer sagt der Arbeitgeber die Leistung zu. Das ist einfach die Definition einer betrieblichen Altersversorgung. Steht auch im Absatz 1 Satz 1 drin. Dafür steht der Arbeitgeber auch dann ein, wenn die Durchführung nicht unmittelbar über ihn erfolgt. Auf gut Deutsch, jeden Durchführungsweg, den der Arbeitgeber wählt, Direktzusage, Pensionskasse, Pensionsfonds, Direktversicherung, rückgedeckte Unterstützungskasse, pauschalnotierte Unterstützungskasse, auch bei den klassischen versicherungsförmigen, Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds. Der Arbeitgeber steht immer für die Erfüllung ein, der Arbeitgeber hat immer die Leistung dann letztendlich auch zu erfüllen, unabhängig, ob es von der Versicherung erbracht werden, aus welchen Gründen auch nicht erbracht werden. Es gab ja kürzlich erst ein Bundesarbeitsgerichtsurteil zu der Thematik. Also der Arbeitgeber muss es immer erfüllen. Das heißt, er ist natürlich darauf angewiesen, was leistet letztendlich Versicherung, was bringt die Versicherung, was hat er zugesagt, und zugesagt wird ja die Versicherungsleistung. Und was die Versicherungen bringen, das muss natürlich in Anbetracht einer Situation, wo fast alles in Staatspapieren, vermutlich nicht alles in deutschen, weil da wäre die Rendite zu gering, sondern natürlich auch überwiegend in ausländischen Staatspapieren investiert ist. Was kann da passieren? Zu welchen GAU oder Super-GAU kann es möglicherweise kommen? Was kann das noch für Folgen ergeben? Und in dem Zusammenhang ist natürlich auch eine zweite Vorschrift ganz wichtig. Schauen wir mal versicherungsseitig das an. § 89 VAG, Versicherungsaufsichtsgesetz, da steht dran, Zahlungsverbot, das ist ein Gesetz, das für die Versicherung gilt, ergibt sich bei der Prüfung der Geschäftsführung und der Vermögensanlage eines Unternehmens, Unternehmens ist die Versicherung gemeint, dass dieses für die Dauer nicht mehr imstande ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen und so weiter, kann die Gewinnverteilung bei lebenslänglichem Rückkauf, die Beleihung sowie Vorauszahlung und so weiter zeitweilig verboten oder auch herabgesetzt werden. Und das ist natürlich was ganz, was Entscheidendes, was unter Umständen die Verpflichtung des Arbeitgebers durchaus in bestimmten Situationen auch nach oben treiben kann. Jeder soll sich selbst beurteilen, wie er die Vorschrift sieht, die Vorschrift gibt es, wie relevant es ist, was sich in der Eurokrise hier ergeben kann jeder individuell beurteilen. Fakt ist einfach, dass sich der Arbeitgeber bewusst wird, was er zugesagt hat, muss er erfüllen, auch wenn er hier auf einen Dritten vertraut. Und das ist die ganz zentrale Botschaft. Und vielleicht noch weiter gesagt, wenn ich nicht der Freund und der Fan von Staatspapieren bin, wenn ich mich nicht in Form von Staatspapieren absichern möchte für die Erfüllung meiner Leistungen, sondern gerne in Real- und Sachwerten bleibe, muss ich natürlich auch einen anderen Durchführungsweg wählen, muss ich die pauschalnotierte Unterstützungskasse oder eben auch die beitragsorientierte Direktzusage wählen, dann kann ich frei rückdecken und nach dem Motto, wer die Musik zahlt, bestellt auch, was gespielt wird, kann ich dann als Unternehmer die Anlage frei in Sachwerten wählen, kann mich hier unter Umständen von Inflationstendenzen oder auch von Wegfall oder Schnitt an Staatspapieren etwas befreien. Von daher ganz dramatische Auswirkungen aus meiner Sicht, die das haben könnte in einem Worst-Case-Szenario.